Sie überfahren nachts aus Versehen ein Kaninchen. Was tun Sie? Natürlich Nummer 1, Big Chungus. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Bread Wars. Mit dabei natürlich wieder der Milchbubi, hahaha. Es hätte jetzt keinen anderen treffen können, außer dich bei der Kaninchenfrage, ne? Wir kommen nun ja, auf Etage 32. Achso, war das so, Kaninchen wurde gespatcht, weil... Ja, viel Glück, das gesund zu pflegen, wenn es 1,50 Meter lang und 2 cm hoch ist. Big Chungus, Big Chungus, the meme from Reddit. Es ist unwitzig. Big Chungus ist mad funny. Oh, natürlich, Sie sind das. Das ist schön. Wir lachen hier jedes Mal sehr über Sie. Kandidat 1. Dürfte ich um Ihren Namen bitten? Vielen Dank. Okay, Stellvertreter. Hostman. Kandidat 2? Nicht schon wieder. Big Chumungus. Big Chum. Big Chumungus. Big Jeans. Boah, ja, Jeans hätte ich mich auch nennen können. Big Chungus. Danke. Das Secret sogar. Jetzt müssten wir nur noch wissen, wie Sie heißen, Kandidat 3. Ich werde irgendwie nicht getrollt in diesem Spiel, ne? Ja, das stört mich auch nicht. Egal welcher Spieler ich bin. Wir noch zu BC2. Sehr gut. Big Cock. Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei Abwärts. Ich hoffe, wir sehen uns ganz unten. Das Niveau ist schon ganz unten. Blady. You don't know. Und hier ist sie wieder. Wer ist denn dieser Jack? Jodun Knopf? Was diese Sprache? Ich höre, sie sind wunderbar. Ist nicht germanisch. Das trifft sich gut, denn ein paar Rollen werden sie gleich brauchen. Was hast du gegen Rollen? BC2. Wir ein paar chirurgische Nägel. Sie kennen das Spielchen. Wenn ihr Nebenmann keinen Schimmer hat, nageln Sie ihn, bevor das Magazin hergibt. Cool. Okay, wo ist Moritz? Und Tupfer liegen bereit? Der Mundschutz ist angelegt? Dann können wir ja operieren. Achso, ja. Ich war gerade verwirrt. Bin ich heute besser? Ja, war keine... Ja, ich verdoppel schon mal. Ich dachte, es geht ums Minderheitenpass. Nein, das aufräumen können. Wo riechen Darmstädter Wohnungen anders? Hups, Gnome. Darmstädter von irgendeinem Markus her. 2010 Euro sind zu holen. Oh. Dann mal Darmstadt. Ja, wenn Sie in Darmstadt eine Wohnung beziehen wollen, die etwa so viel Fläche hat wie Ihr gesamter Darm, so. Was suchen Sie dann? Sie sind am Drücker. Der gesamte menschliche Darm mit all seinen Windungen und Einstülpungen hat eine Gesamtfläche von etwa 350 Quadratmetern. Gerne waren viel zu wenig. Und wenn Sie schon auf sowas stehen, stellen Sie doch noch ein paar Nierentischchen rein. Big Chungus. Kandidat 1, machen Sie sich nützlich und wählen Sie einen Und die Kategorie für diese Frage bitte lautet... Bitte lass es lüsterne Blicke und das Vertrauen der Frauen. Autsch. Frauenarzt Dr. Stefan Franz hat sich beim Untersuchen einer hübschen Patientin zu sehr reingehängt und hat sich prompt den Hals verrenkt. Hä? Nichts aufgenommen in dem will zu einem Chiropraktiker gehen, um sich den Hals einrenken zu lassen. Landet aber irrtümlich bei einem Chirologen. Was könnte der tun? Dr. Franks Hoden untersuchen? Kandidat 3, lassen Sie die Finger. Ein Chirologe beherrscht die Kunst des Handlesens und könnte dem Doktor deshalb die Zukunft weissagen. Sein Hals abschneiden. Er hat vorausgesagt. Da müssen wir ja in die Französische Revolution rein. Wenn Frank nicht die Finger von seinem Patienten lässt, gibt's Berufsverbot. Der arme Dr. Frank. Ihr kennt Headbanging, aber kennt ihr schon das Headrolling aus der Französischen Revolution? Hab Sonne im Herzen und Drogen im Kopf. Sie geraten in eine Verkehrskontrolle und die Polizisten kommt die Police der Bäckerei vorbei. Wer für eine Sozialistenverfolgung? Sagen wir, die Beamten finden 500 Gramm der Droge Codein in ihrem Auto. Durch welches Geräusch könnten sie sie überzeugen, dass sie legal im Besitz dieser Substanz sind? Durch Geräusch 1, Geräusch 2, Geräusch 3 oder durch Geräusch 4. Zeigen Sie... Da bringen die Nägel jetzt sehr viel. Ich will aber nageln. Wen wollen Sie nageln? Sie müssen antworten, Kandidat 3. Zwei tippen Sie. Oh, okay. Falsch. Codein blockiert den Hustenreflex.
Jawohl. Und bestimmt haben Sie auch ein Rezept für die 2 Kilo Opium in Ihrem Handschuhfach. Ja. Tja, Kandidat 2, wie im richtigen Leben. Überlege dir gut, wen du nageln willst. Ich sorge für Opium-Addiction. Opium-Kriege. Kandidat 3, okay, schön. Bro. Wenn solche Beträge Sie motivieren, also, von mir aus. Opium-Kriege waren schon next level. Kindische Länder und der Herztod. Oje, oje. Der deutsche Bundesadler hatte einen Herzinfarkt. Der Reichsadler. Welches Land könnte dem Bundesadler locker ein Herz spenden, weil es gleich 9 Herzen im Wappen trägt? Dänemark, Irland, die Schweiz oder der Vatikan? Ich bin mir gerade unsicher, ich habe eine starke Tendenz. Also ich weiß, welche Provinzen, also Friesland hat. Scheiß auf 800 Euro, ich meine Dänemark. Dänemark hat nebst 3 Löwen 9 rote Herzlein. Ja, stimmt, Friesland, ja, Nordfriesland. Heieiei, hei, die Dänen, ein einziger pubertärer Haufen. Schlimm. Kandidat 3, wählen Sie mit Ihrer... Wieso? 444. Ich hatte einmal einen Freund, der rauchte viel auf Lunge. Ja, ich grüße an dieser Stelle E.N. Sie kennen das Fashist, Spiel, ja. Anti-Fashist, Anti-Fashist, Anti-Jackbox, aufleuchtet, Spielertaste drücken. Wer als erster alle 5 Buchstaben gesammelt hat, der ergattert den Bonus. Okay, Achtung, fertig, los! Der Zeigefinger hat 3 davon. Glieder! Ich hab ein Gelenk gedacht. Starksturmbehandlung. Elektroschock, los, bitte. Krebs, oder was? Ach, Uterus. Ich liebe das Wort. Uterus. Dort schlägt das Herz. Brustkorb. Hä? Stimmt, ist das nicht schwer? Wo ist das? Links. Ach, wow. Wow. Nabelschnur! Macht man zum Abführen! Gleichmittel. Natur, die anders sind. Risiko ein. Au, ja, lol, ey. Den kriegt John immer. Was gibt's denn da noch für ein Wort für? Ach! Ach so, na. Achso! Ja. Die belastet der Trinker! Come on! Die Leber! Noch ein Buchstabe! Die Lunge! Bonuskandidat 3! Die Lunge hat 5 davon! Nein, ich muss riskieren. Muss ich riskieren. Dann bleibt nur Lappen! Betäubung! Nein! Yes! Ach, Gott. Scheiße! Narkose ohne R. Schwangere sind in anderen. In anderen Umständen. Ja. Salopp für Brustwarzen. Jawohl. Nippel. Ich Nippel, Alter. Ah, ich hab Bullshit, ich hasse alles. Gleich kommt ein JU mit Hit und gibt ihr Nippel. Minato ist ein Positiven. Kandidat 3 hat im Moment die Nase vorn. Mal sehen, ob er den Vorsprung den über die Runden bringt. Ich hasse aus. Aminakoyim. Okay, wenn Sie zu den Leuten gehören, die für so einen Betrag einen Zeigefinger krumm machen, von mir aus. Nee, die Kategorie. Einmal Nierenwechsel, bitte. Man soll sich ja in Zeiten leerer Staatskassen als Patient möglichst kostenbewusst verhalten. Mhm. Bedenkt man die Herkunft des Wortes Chirurg, von wem könnten Sie sich dann am Herzen operieren lassen, um Kosten zu sparen? Von einem Gemüsehändler, von einem Bestattungsunternehmer, so von einem Rentner oder von einem Fleischbeschauer? Ist offensichtlich, oder?
Sie wissen die Antwort, Kanzler. Nee, drei. Ha, so naheliegend und doch so falsch. Keine Ahnung, ich hab's gesehen. Schon wieder drei. Sie könnten zu einem Klempner gehen, denn Chirurg kommt von dem griechischen Wort für Handwerker. Hä, hey, aber Klempner und Handwerker, das sind so zwei separate Welten. Ausgetauscht und wegen dem verstopften Darm hat da nämlich einfach ein bisschen Abfluss frei. Bleibt der Einlauf wieder. Kandidat 3, Spielertaste, wenn ein möglichst hoher Betrag erscheint. Okay, die Kategorie für diese Frage. Hallo, funny. Blutige Attraktionen im Disneyland. Sagen wir, Euro Disney will als besondere Attraktion ein Fahrgeschäft mit dem Namen Eine Reise durch den menschlichen Körper bauen. Wenn Disney diese Attraktion mit einer Rutschbahn versieht, die die geschätzte Gesamtlänge aller Blutbahnen im menschlichen Körper hat, wie lang wird die Rutschbahn dann? Etwa 1 Kilometer? Etwa 10 Kilometer? Etwa 100 Kilometer? Ja, ich weiß es aber. Wen wollen Sie? Sie sind genagelt worden. Nummer 1 sagen Sie? Okay, dann wollen wir mal sehen. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich habe einen Wert von 2,5 Erdumrundungen im Kopf. Es klingt unglaublich, aber man schätzt die Gesamtlänge aller Blutbahnen im menschlichen Körper. Nehmen die aber auch jede kleine Piste. Ja, nehmen sie. Kilometer. Ja, gut. Dann. Was? Nee, 10.000, 100.000, 100.000, 100.000 gestanden. 100 Millionen Schadensersatz für ihren kaputten Hintern verlangen. Kandidat 3, Sie bestimmen den Einsatz für die nächste und hier unsere Kategorie. Seifenopern im Blutrausch. Seinfeld. Hassen Sie es auch so, wenn Ihr Partner abends noch Arbeit aus dem Büro mit nach Hause bringt? Ja. Wenn Dr. Cliff Huxtable aus der Bill Cosby Show etwas aus seiner Arbeit nach Hause bringt, was könnte Gattin Claire dann sagen? Ach, du willst heute Leber essen? Igitt, ein menschliches Gehirn. Cliff, pack sofort die Brust da weg. Oder was willst du mit der Fruchtblase? Die Cosby Show. Jetzt oder nie kann... So ist es! Ja. Wow. Dr. Huxtable ist Geburtshelfer. Und tatsächlich ist Bill Cosbys Humor in dieser Serie einfach zum Kinderkriegen. Ha, ha, ha. Kandidat 3, mit Ihrer Spielertaste legen Sie den Einsatz für den... Hilfe, ich will nicht! Ja, das beschreibt euch beide. Ich weiß, was jetzt kommt. Nee, das beschreibt... Als ob ich es nicht gewusst hätte. Das beschreibt, Es ist wieder Schnittner. Okay, und hier die richtige Kategorie. Es wird Zeit für nichts wackt sich im Po. Irische Bräuche und Medikamentenvergiftung. Und denken Sie dran, je schneller Sie sich die Frage schnappen, desto mehr Geld gibt's für die richtige Antwort. Wir erinnern uns, dass es hier um Medizin geht und vergessen, dass es Satzzeichen gibt. Womit reimt sich dieses? Tragen die Iren Harz, droht der Kapo. Steak her! Steak. Ich find's Fragen dumm. Diese Worte fallen immer bei Werbespots. Nein. Ihre Frage, Kandidat. Vor allem bei Werbespots, da gibt es kaum Slogan eigentlich mit Medizin. Außer für Vagisan-Feuchtcreme, aber das ist ein anderes Thema. Da waren 10.000 Vagisan-Feuchtcreme. Wie Scheidencreme. Die Fusionswelle rollt immer. Ich dachte gerade Scheidencremes, was? Und Pharmakonzerne zusammen. Wenn Ferreros goldene Rocher-Kugeln plötzlich nur mehr Roche heißen, mit welchem Pharmazeutikum könnten sie dann gefüllt sein, weil es vom Pharmakonzern Roche hergestellt wird? Mit Alka-Seltzer, ich will nicht wissen, warum ich das gerade weiß. Mit Mentholsalbe, mit Ilja Rogov-Dragés oder mit Viagra. Ihr dürft. Ja. Das habe ich mir gedacht, dass ausgerechnet Sie das tippen würden. Aha. Kandidat 2, Kandidat 3, das ist Ihre Chance. Bro, I'm Islamic, I don't care. Oh weh, oh weh, oh weh. Wie wär's gewesen?
Rosch stellt Ilja Rogov Knoblauchdragees her. Und Knusperschokolade mit Knoblauchfüllung ist endlich ein Grund, sich wirklich die Kugel zu geben. Wie ehrlich. Kann wieder frei, hauen Sie auf Ihren Buchstaben, wenn ein hoher Betrag erscheint. Das war schon als Stickstack-Frage gerade. Das ist ja ein Zufall. Genauso viel zahle ich meinem zweiten unehelichen Sohn Taschengeld am Tag. Die Kategorie. Das ist ein gutes Taschengeld am Tag. Wenn Chirurgen in die Wunde sabbern. Nee. Wir haben die Dreharbeiten zu einer neuen Folge von Alpha Team, die Lebensretter im OP, besucht. In dieser neuen Folge besteht das Alpha Team aus lauter Alpha-Tieren. Wer könnte also die Patienten operieren? HIV-infizierte Affen? Ja, Kandidat 3. Leittiere sind einfach Leitwürfe. Als Alpha-Tiere bezeichnet man die Leittiere in einer Gruppe. Bestimmte Frage. Der entwassert doch mal. Ich hab echt keinen Bock mehr. Ich finde die Fragen einfach nur unsere Richtung. Man lernt halt echt. Gut, dass es nur noch zwei Fragen sind. Ich will auch nicht mehr. Kandidat 3. Ja, ich will auch nicht mehr. Scheiße. Das ist echt hin. Was heißt hier sogenannte Quizshow? Ja, Philipp. Tja, und jetzt habe ich hier Herrn Dr. Schwachinger, der sich über die Bill Cosby-Frage beschweren will. Also ich finde die Art von Fragen in Ihrem sogenannten Quiz hier derartig... Was ist denn? Mein Schrittmacher, mein Herz... Allmann. Helfen Sie mir doch! Allmann. Dr. Schwachinger hat einen Herzanfall. Welches der Mittel hier im Stuhl? Okay, Kandidat. Ja. Hier, Doktor, nehmen Sie das. Oh. Na, geht's besser? Ja. Das Nitro hat meine Gefäße erweitert und so die Herzdurchblutung wieder in Gang gebracht. So, letzte. Komm, hol nach 1000 und können alle gewinnen. Keine Ursache. Nicht Sie. Sie Idiot. Der Spieler, Sie sind noch an einem Schritt mit Ihrer blöden Show hier. Sie Lump, Sie Hochstapler, Sie Pornfänger, Sie Scharlatan, Sie Schattenparker, also, Sie, ja, Sie... Weiter bitte! Los! Kandidat 2, wir brauchen einen Einsatz für die nächste Frage. Anime, Buttonquest. 3000 immerhin. Superior Musik. Will niemanden, du kannst nichts überspringen mit Leather Tier. Okay, das Geld. Das Geld. Bevor Sie das Skalpell wetzen, sehen Sie sich lieber erst in seinen Titten. Wo ist der Klau? Dagegen muss es doch was geben. Kopf. Du bist so cool, Cedric. Du bist so cool. Du bist so cool, Cedric. Notschlachten. Skalpell. Notschlachten. Wer war's gerade? Nein. Okay, das war funny. Herrlich. No. Nein! Voltaren! Voltaren! Gar nichts. Mann, ich weiß immer, es ist zu spät. Das ist richtig nervig. Voltaren! Big Chungus 2. Was hilft dagegen? In den Bauch schieben. Abschneiden. Ist das DSRU gewesen dann? Okay. Kann es Teen gegen Genitalpilz? Das hat Cedric. Selbstmord hilft, ja. Don't care. Das war, glaube ich, gerade. Ja, es war da in dem Moment. Das ist doch RU486, was auch immer das ist, kenne ich nicht. Das hat eine andere Bezeichnung für die Pille danach, oder? Kandidat 3, Sie haben gerade zwei Leute gedemütigt, die es nicht mal über Null geschafft haben. Etwas mehr Mitleid das nächste Mal, ja? Puh.
Bis jetzt.